Hallo, ihr fantastischen Leute da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda quält sich. Und heute haben wir wieder ein NES-Titel dran. Ja, irgendwie nehmen die in letzter Zeit Überhand, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, dass das Super Nintendo schon in der Gröbe, sage ich mal, so ein bisschen abgegrast ist, was so die ganz schlechten Titel angeht. Wenn ihr mal eine Idee habt, was für ein schlechtes Super Nintendo-Spiel ich noch hier in dieser Serie behandeln könnte, dann am besten einfach in die Kommentare rein. Ich arbeite alles immer nach und nach ab. Ja, und heute haben wir einen Zuschauerwunsch, und zwar vom guten Finian258. Das muss ich irgendwie ablesen, weil ich konnte mir irgendwie gerade die Zahlen nicht merken. Grüße an dich an dieser Stelle. Und du hast dir Back to the Future auf dem NES gewünscht. Und soweit ich weiß, gibt es ja eine Angry Video Game Nerd Folge schon darüber. Die habe ich auch schon gesehen gehabt vor ewigen Zeiten. Und da kam das Spiel ja durchaus schlecht drüber. Aber ich würde sagen, wir gucken mal, was daran jetzt wirklich so ganz kacke ist. Und wollen wir mal schauen. Aber ich denke mal, ich habe schon am Startbildschirm gesehen, dass es von LGN ist. Und das ist ja bekannterweise nicht unbedingt ein Publisher, der für Qualität quasi steht. Aber ich würde sagen, gucken wir mal rein, oder? So, wir starten. Die Filme dürfen natürlich euch allen bekannt sein, mir natürlich auch. Herrliche Filmreihe, sehr humorvoll, habe ich als Kind und als Jugendlicher sehr, sehr gerne gesehen. Die haben so einen prima 80er-Jahre-Charme auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, okay, wir gucken da mal rein. Ich bin ans Mikrofon gekommen. So, okay. Sehr viel Grau auf jeden Fall. Wir müssen hier irgendwie laufen. Und also ich laufe automatisch. Ne, so ein Automatisch-Scroller. Was ist das denn hier alles? Okay, ich muss irgendwie Zeit einsammeln. Aber wieso stehen hier so viele Leute, die Hula-Hoop? Und was sind das, Bienen? Wie groß sind die Bienen da? Also ich kann springen und der andere Knopf macht nichts. Womit bewirft er mich? Und wozu ist das Springen da? Also eindeutig nicht, um Gegnern darüber zu springen. Was hat das mit dem Film zu tun? Es ist, war ich am Straßenrand gelaufen? Bin ich gerade... Warum falle ich, wenn ich an den Straßenrand laufe? Und diese Musik, ne? Wie eintönig ist diese scheiß Musik? Und fängst wieder von vorne an. Gibt es irgendwie so Namesbalken, wo steht, wie oft ich jetzt irgendwie fallen kann? Wieso kann ich nicht über diese Biene drüber springen? Was soll das? Und guck mal, wie verfolgungsmäßig die unterwegs sind. Wer hat sich das denn ausgedacht? Das Spielprinzip hat jetzt schon nicht mal ansatzweise was mit der Filmvorlage zu tun. Also... Ich habe den jetzt schon länger nicht mehr gesehen, den Film, aber ich glaube nicht, dass Marty McFly durch Hula Hoop schwingende Frauen und durch Megabienen oder Bordsteine umgebracht wurde. Ey, was für ein Scheiß ist das denn? Ich weiß, ich bin gerade sehr laut, aber ich bin gerade nicht amüsiert. Sagen wir es mal so. Sagen wir es mal so. Vor allem, weil das Spielprinzip ja noch nicht mal irgendwie toll ist oder spannend wäre. Wie man sieht, ist es voll eintönig. Man läuft irgendwie die Straße lang. Man weicht den Leuten aus. Man hat sehr eintönige Musik. Okay. Hey, ich hab's geschafft. Hätte ich jetzt nicht gedacht, ehrlich gesagt. Okay, es geht weiter. Zweites Level. Und es geht so weiter. Noch nicht mal irgendwie die Grafiksets werden ausgetauscht. Warum ist da eine Begrenzung? Wenn ich falle, wenn ich da reinrenne. Was war denn jetzt? Ach, Zeit abgelaufen oder was? Was? Ich raff's nicht. Und auch die Grafik, diese ganzen Grautöne und so weiter. Das hätte man auch zu NES-Zeiten wesentlich, wesentlich besser hinbekommen. Aber was hat das mit dem Film zu tun? Ich raff's nicht.
Also denn doch lieber irgendwie Standardplattformer oder Minispielsammlung oder irgendwie sowas. Als hier so ein Möchtegern-Shoot'em-up ohne Schießen quasi. Also ich verstehe es nicht. Wer kam da auf die Idee, bei so einer Filmvorlage da sowas draus zu machen? Raff ich nicht. Tut mir leid. Ich raff's nicht. Vielleicht könnt ihr mich aufklären. Vielleicht seht ihr einen Sinn. Vielleicht muss ihr das irgendwie so aus einer psychologischen Sicht irgendwie sehen, dass es eigentlich das Leben des Marty McFlys repräsentiert, dass er einer endlosen Straße entlangläuft und immer auf der Suche nach Zeit ist. Zeit für sich selbst. Und warum bin ich jetzt schon wieder gestorben? Ich hatte schon viele schlechte Spiele. Immerhin ist die Steuerung okay, ne? Aber, also, ne, Steuerkreuz, er macht, was er will und er springt auch, wenn man drauf fliegt. Das ist jetzt nicht verzögert oder ähnliches, ne? Das ist ja schon immerhin etwas. Aber der Rest... Ich raff nicht, wenn ich diese Zeitdinger einsammle, dann führt das die obere Zeit auf, aber nicht die aktuelle, eigentliche Spielzeit. Das kapiere ich jetzt nicht so ganz, muss ich sagen. Im Zweifel wird diese Folge auch relativ kurz werden, weil wenn ich jetzt gleich Game Over bin, habe ich definitiv keine Lust mehr. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Ich fasse es nicht. Was soll das? Was soll das? Ich weiß, ich wiederhole mich gerade enorm. Ja, ich bin da stuck. Es schneit draußen, sehe ich gerade. Hey. Kann aber nicht retten, dass das Spiel absolute Grütze ist. Aber vielen, vielen Dank, lieber Finian 258. Ich muss wieder spicken, Entschuldigung. ein würdiger Wunsch auf jeden Fall, aber ich habe jetzt gerade überhaupt keine Motivation, jetzt nochmal einen Durchgang zu probieren, weil ganz ehrlich, da kommt jetzt nichts Neues dazu. Also, danke, dass ihr alle reingeschaltet habt, meine Lieben. Und wie gesagt, wenn ihr Super Nintendo-Wünsche habt oder auch NES-Wünsche, einfach rein damit. Ich gucke mir alles nach und nach an und der Angry Video Game Nerd hatte wirklich recht, diesem Spiel ein Video zu widmen. Macht's gut, egal was ihr noch vorhabt, ihr Lieben. Tschüss.